Vielleicht kennt ihr dieses Problem. Ihr habt ein Junk Journal und wenn dieses Junk Journal relativ viele Seiten hat, dann kann es passieren, wenn ihr jetzt vielleicht noch Verzierungen oder sowas auf den Seiten drauf habt, dass man nicht mehr so gut schreiben kann, weil das, was dahinter ist, möglicherweise das Schreiben stört. Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, Luise Heinzel, und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euch ganz einfach eine Schreibunterlage machen könnt, die ihr dann in euer Junk Journal einführen könnt an einer beliebigen Stelle. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier irgendwie hinkriege. Das wird dann hier so unter die Seite drunter gesteckt, sodass ihr hier jetzt eine ganz harte Unterlage habt, wo ihr dann auf der Seite problemlos schreiben könnt, ohne dass irgendwas kaputt geht, ohne dass etwas durchdrückt, ohne dass euch die Verschönerungen, die ihr auf den Seiten dahinter gemacht habt, vielleicht kaputt gehen. Das Besondere an dieser Schreibunterlage, die ich euch heute zeigen möchte, ist, dass ich hier auch noch einige kleine so Marker gemacht habe, mit denen ich mir auf meiner Seite eine spezielle Unterteilung für meinen Kalender machen kann. Wenn ihr also ein besonderes Junk Journal habt, wo ihr vielleicht Linien machen müsst oder wo ihr gewisse Markierungen braucht, die auf jeder Seite gleich sind, so wie in einem Kalender zum Beispiel, dann ist dieses Video vielleicht ganz gut für euch geeignet, weil ich mir hier was ausgedacht habe, wie man das relativ leicht machen kann und wie dann auch so eine Platte relativ schön, wie ich finde, aussehen kann. Und man hat, also das ist jetzt hier sozusagen die Vorderseite, auf der Rückseite auch noch die Möglichkeit, sich ein bisschen auszutoben mit Farbe oder Tinte und so weiter. Und gleichzeitig hat man die Möglichkeit, auf der Rückseite noch Notizen zu machen, die man zum Beispiel jedes Mal zur Hand haben muss, wenn man in seinem Journal etwas aufschreiben will. Ja, wie ich das gemacht habe, zeige ich euch in diesem kleinen Video. Wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir bitte unter dem Video einen Kommentar. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch für dieses Video oder teilt es mit euren Freunden. Wenn ihr das irgendwo verbreiten möchtet, wäre ich da sehr glücklich. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch bitte diesen Kanal. Wenn ihr mehr zum Thema Junk Journaling, Art Journaling, Mixed Media und so weiter sehen wollt. Und wenn ihr schon Abonnent dieses Kanals seid, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Dann legen wir mal los und ich zeige euch, wie ich das genau gemacht habe. Viel Spaß! Okay, wenn ihr euch also so eine Schreibunterlage, Bookboard oder Writingboard oder wie auch immer man das nennen will, selber machen wollt, dann braucht ihr natürlich erstmal etwas ganz Stabiles, was ihr hier unter eine Seite stecken könnt, auf der ihr schreiben wollt. Also ich habe jetzt hier mal meinen Junk Journal Planer herausgeholt, weil ich euch das hier, denke ich mal, am besten zeigen kann, weil der auch relativ dick ist und weil bei so einem dicken Journal dieses in Anführungsstrichen Problem natürlich auch wesentlich größer ist, dass man vielleicht hier schreiben möchte und aufgrund der Anzahl der Seiten, die hier hinter noch kommen, ist das Ganze hier relativ weich. Wenn ihr zum Beispiel gewisse Verzierungen oder sowas gemacht habt, wie ich zum Beispiel hier gemacht habe, habe ich so eine kleine Kordel dran getan. Und ihr wollt jetzt hier schreiben, habt ihr das Problem, dass natürlich die Kordel sich hier durchdrückt und dass ihr etwas sehr Stabiles braucht, was ihr hier drunter tun könnt, dass ihr hier gescheit schreiben könnt, ohne dass eure Schrift schief wird oder gar die Seite reißt, wenn ihr zum Beispiel mit einem relativ spitzen Stift dort schreibt. Das heißt also, ihr müsst erstmal auf die Suche gehen nach einem relativ festen Material. Jetzt gibt es sehr viele englischsprachige Videos, die Folgendes vorschlagen. Die sagen, nimm dir eine Pappe, wie diese hier zum Beispiel, von einer Verpackung, von einem Karton, in dem irgendwas verpackt war, Müsli oder Reis oder was auch immer. Das hier ist jetzt eine Pappe von einem Aquarellblock, also die Rückseite sozusagen, wo diese ganzen Seiten immer so drauf sind. Und wenn ihr seht von der Seite, die schaut relativ dick aus, aber ihr seht, ich kann die noch ganz leicht so biegen. Und wenn ich mir vorstelle, dass das hier dazwischen ist und ich schreibe hier, ist es nicht ganz so hundertprozentig optimal. Also es ist selbstverständlich besser, wenn ich das hier nehme und schreibe hier drauf, als wenn ich gar nichts nehme. Aber
Mir persönlich ist das irgendwie noch zu wabbelig. In den englischsprachigen Videos wird oftmals gesagt, ja okay, wenn das hier zu wabbelig ist, dann könnte man ja auch einfach zwei davon nehmen und die aufeinander kleben. Ihr merkt schon an meinem Atmen, ich bin davon nicht so begeistert, denn dieses Teil ist ja wirklich eine Sache, die ich schnell benutzen will, wo ich sage, okay, ich stecke mir das dahinter, schreibe, benutze das auf der nächsten Seite. Das ist ohne großes Schnickschnack, das ist ohne großes Tamtam. Da baue ich nicht irgendwelche Verzierungen drauf oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach schlichtweg ein Gebrauchsgegenstand. Und um sowas zu machen, möchte ich nicht, wer weiß, wie viel Zeit investieren und ich möchte vor allen Dingen nicht umeinander messen, wie so ein Affe, dass ich da die richtige Größe habe und dann brauche ich womöglich noch zwei von den Teilen, um die aufeinander zu kleben. Dann hält womöglich der Kleber nicht oder sonstige Scherze. Ja, ich habe schon Menschen gesehen, die haben hier dann mit Schmirgelpapier umeinander getan und haben die Kanten dann schön abgeschmirgelt, wenn es jetzt sich um eine Pappe gehandelt hat, die beim Schneiden relativ rau geworden ist und so weiter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist das alles zu kompliziert. Deswegen bin ich auf die glorreiche Idee gekommen. Warum soll ich nicht etwas Hartes nehmen, was ich sowieso habe? Warum soll ich nicht einfach ein stinknormales Buchcover nehmen? Das hier ist einfach ein Buchcover von einem Hardcover-Buch. So simpel, dass es schon fast ein bisschen lächerlich klingt. Aber ich habe mir jetzt gedacht, warum soll ich denn nicht dieses hier nehmen? Das könnte man meinen. Das habe ich jetzt eben beim Reinstecken auch schon gemerkt und auch schon vorher, als ich mir das hier überlegt habe mit dem Video. Wenn ich das jetzt hier reinstecke, also stellt euch bitte diesen Teil hier vor als nicht existent. Wenn ich das jetzt hier reinstecke, dann seht ihr schon, hier entsteht so eine relativ starke Kante. Das heißt, ich muss es relativ weit reinstecken. Es ist auch relativ dick und so. Es ist wesentlich stabiler als das andere, wenn ich hier jetzt schreiben will, aber es geht nicht so mit der Seite mit, wie diese Pappe hier. Wenn ihr seht, ich hoffe, dass man das jetzt in der Kamera erkennen kann, wenn ich das hier reinstecke, kann ich das bis ganz da hinten reinstecken und ich kann gescheit, seht ihr das? Da ist nichts. So. Nur, wenn ich das hier jetzt mehrmals benutzt habe und ich habe das im täglichen Gebrauch, dann wird es höchstwahrscheinlich irgendwann so kommen, dass das hier knickt. Das ist jetzt nicht besonders aussagekräftig, weil hier schon so Schlitze drin sind. Also bitte ignoriert die Optik von dieser Pappe. Aber das wird irgendwann sich knicken und dann ist das, glaube ich, nicht mehr so schön, um das zu benutzen. Also es nutzt ja nichts, wenn ich das hier reinstecke und irgendwann ist es so genauso wabbelig wie die Seite. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, diesen Weg hier zu gehen und dieses Buchcover zu benutzen und das dort reinzustecken. Ich habe jetzt einfach Folgendes getan, bin zu meinem Vorrat an Buchcovern gegangen und habe mir eins ausgesucht, was ungefähr die gleiche Größe hat, wie diese Seite ist. Das ist, wie ihr seht, etwas höher oben und unten. Das hat den Vorteil, dass ich es nicht so ganz genau ausrichten muss. Wenn es jetzt genauso groß wäre wie die Seite, müsste ich es ja wahnsinnig genau da reinstecken, dass ich überhaupt zurechtkomme. So sehe ich, wenn hier oben und unten ein bisschen davon ist, bin ich auf der sicheren Seite und ich kann hier ganz normal schreiben. Es ist für mich jetzt so, dass ich in diesem Junk Journal Planer hier oftmals auf zwei Seiten gleichzeitig etwas aufschreiben will. Also natürlich nicht so mit beiden Händen links und rechts, nee, ist klar. Aber ich springe dann mal von dieser Seite auf diese Seite, wenn ich da meine Wochenplanung mache. Das hatte ich euch schon in einem anderen Video gezeigt. Dann habe ich hier so eine Wochenübersicht vor mir und ich muss von hier nach da springen können. Vom Schreiben her. Deswegen habe ich jetzt überlegt, ich werde einfach das vordere und das hintere Teil von diesem Buchcover abschneiden und beide benutzen, so dass ich dann auch exakt die gleiche Größe von diesen beiden Teilen habe, denn das ist ja hundertprozentig exakt genau gleich groß. Das heißt also, ein weiterer Vorteil ist, dass ihr jetzt schon nicht diese zwei Teile auf exakt die gleiche Größe abmessen müsst, wenn ihr auch zwei braucht. Jetzt nehme ich mir das, um eben den Buchrücken hier rauszuschneiden, weil ich will ja diese Teile lose haben. Und wenn ihr das so knickt, dann seht ihr, da, wo man die Seiten herausgetrennt hat, ist das natürlich sehr unsauber und sehr unordentlich. Aber wenn ihr das so haltet und vorsichtig dieses hier so ein bisschen wegklappt, dann
könnt ihr sehen, hoffentlich, in der Kamera vielleicht ein bisschen schwierig, wie jetzt hier die eigentliche Pappe durchkommt. Jetzt kriegt meine Kamera das gerade nicht scharf. Moment. Also hier ist das Grüne von außen. Hier ist jetzt die Pappe, die die Stabilität ausmacht. Und dieses hier ist da oben drauf geklebt. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Hier hinten sieht man es vielleicht ein bisschen besser, wenn die Kamera tun würde, was sie soll. Hier unten ist jetzt das Grüne, dann kommt die Pappe und da oben kommt das, was drauf geklebt ist. Das hier ziehe ich jetzt nicht, wer weiß, wie weit ab, sondern ich ziehe es nur so weit ab, dass ich genau sehe, wo hier der Rand von der Pappe ist, dass ich genau am Rand der Pappe entlang schneiden kann, mit Hilfe eines scharfen Cuttermessers. Das kann ich mir jetzt ein bisschen so knicken, denn ich klebe das später da ganz ordentlich wieder drauf. Und das ist das Einzige, so ziemlich das Einzige, was ich jetzt hier dran kleben werde. So, jetzt hoffe ich, dass ich nicht mit meinem Schädel hier in der Kamera bin. Wie mache ich das jetzt, dass ich hier was sehe? Naja, schneiden wir erstmal hier so. Ich nehme jetzt also einfach die Pappe dort als Hilfe, was da rauskommt, um das hier abzuschneiden. Das heißt, ich brauche theoretisch noch nicht mal ein Lineal, so dass ich hier einen wunderbar geraden, naja, fast geraden Schnitt habe. Wenn ich das jetzt wieder zurückklappe, also diese Pappe von hinten, dieses Papier, was hier drauf geklebt ist, wenn ich das wieder zurückklappe, dann kann ich das jetzt auch nochmal genau hier abschneiden. Was ihr jetzt theoretisch auch machen könntet, wenn ihr das jetzt ganz perfekt machen wollt, wäre diese kleine Kante hier noch mit dem Papier einzukleben sozusagen. Also ihr könntet jetzt hier Kleber dahinter machen und das dann hier so umschlagen und das später hier abschneiden, sodass diese kleine Kante auch noch bedeckt wäre. Aber ich mache mir das Leben in diesem Fall etwas leichter, indem ich einfach nur mit Mattmedium hier etwas dahinter gehe. Ihr könnt dafür natürlich auch jeglichen anderen Kleber benutzen, der gut klebt. Ich streiche das einfach mit meinem Finger hier rein und ich mache das auch deshalb mit meinem Finger, damit ich das wirklich in diese Ritze dort reinbekomme. So. Und dann drücke ich das hier runter. Das ist jetzt mein Fingerabwischlappen. Hier. Sorry. Dann drücke ich das mit meinem Finger hier wieder so runter und presse das wirklich richtig an. Und lasse das hier erstmal gut trocknen. Und wenn das getrocknet ist, dann kann ich später diesen Überschuss, der da entstanden ist, abschneiden. Wichtig ist nur, und ihr könnt dafür vielleicht auch hier so ein Ding nehmen, wichtig ist nur, dass ihr das wirklich richtig gut fest macht. Also wirklich richtig gut platt drücken. Denn ihr wollt ja nicht, dass das hier später, also sagen wir mal so, wir benutzen das ja später so rum, ja. Hier drauf ist es ja ganz glatt. Aber ich möchte trotzdem nicht, dass die Rückseite hier irgendwelche Wellen wirft. Denn wenn ich das Teil vielleicht mal aus einem Grund andersrum benutze, will ich ja nicht, dass ich hier irgendwelche Wellen habe. Wenn das jetzt hier so ist und das ist glatt, dann mache ich das auf der anderen Seite hier genauso. So, wenn das dann gut getrocknet ist, dann schneide ich diesen Überschuss hier noch ab. Das mache ich jetzt auch wieder ganz normal mit meinem Cuttermesser hier. Und ich schneide einfach vorsichtig an der Pappe entlang. Passt bitte auf, dass ihr euch da nicht in den Finger oder hier in diese Pappe schneidet. Ich weiß jetzt gerade nicht, was schlimmer wäre. Wahrscheinlich der Finger. Aber ja, jetzt ist dieses Mattmedium relativ gummiartig. Und wenn ihr jetzt hier schneidet, dann müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr da nicht abrutscht. Weil, ja, aber wie ihr seht, ist das eine richtig schöne Kante. Also ich hoffe, dass man das einigermaßen erkennen kann. Diese Kante ist einfach herrlich. Machen wir das gerade auf der anderen Seite auch noch und schneiden das hier ab. Ist es natürlich so,
dass ihr diese Dinger nicht, wer weiß wie, dekorieren könnt. Ihr könnt jetzt nicht hergehen und sagen, ich kollagiere hier irgendwie wild irgendwas drauf, denn dann würde ja wieder eine Unebenheit entstehen. Wenn ihr mehrere Schichten von Papier habt oder ihr würdet hier irgendwelche Sticker oder so draufkleben, dann hätten wir ja wieder das Problem, dass es uneben wird. Ich kann mich aber nicht zufrieden geben damit, dass das hier jetzt so aussieht, weil das ist ja einfach irgendwie auch nicht so hübsch, oder? Deswegen kann ich mir natürlich für das Journal, in dem ich das benutzen will, überlegen, was kann ich noch machen, was aber beim Schreiben nicht stört. So, das Erste, was ich auf jeden Fall hier machen werde, ist mir für jede Seite, also wenn ich mir das jetzt hier so vorstelle, anzeichnen, wo meine Wochenübersicht hier für meinen Kalender sitzen muss. Also ich hatte euch das in einem anderen Video schon mal gezeigt, dass ich hier solche komischen Schmierzettel hatte, wo ich mir markiert habe, wo meine Linien sein müssen für meinen Kalender. Und das hier ist natürlich nicht besonders ästhetisch und ich bräuchte das jedes Mal wieder, müsste mir das jedes Mal hier drauflegen. Da kann ich aber viel besser so ein Ding hier nehmen, auf dem ich mir genauso meine Markierung machen kann, kann das hier oben anlegen und dann habe ich an der Seite wie so eine Art Lineal, wo ich genau sehe, wo ich das anlegen muss. Das kann ich mir einmal für die eine Seite und für die andere Seite machen, wenn ich zwei solche Teile habe. Oder wenn ich das ganz klug organisiere, könnte ich das sogar an einem Teil anzeichnen. Und dann kann ich mir das da hinlegen. Und da es jetzt auch etwas schmäler ist als die Seite hier, das ist nämlich auch ein Grund, warum ich das schmäler gemacht habe. Wenn ich jetzt hier die Markierung habe, dann kann ich links und rechts sehen, wo ich auf meiner Seite einen Punkt machen muss. Und habe hier noch genug Platz und kann dann später, wenn ich das weggenommen habe, die Linie ziehen anhand meiner Markierungen. Das ist auch ein Grund, warum ich das etwas schmaler gemacht habe. Das könnt ihr natürlich auf jeden Fall so eine Hilfe wie eine Art Schablone oder Lineal auf eure Schreibunterlage aufbringen. Ich werde das jetzt mal hier irgendwie versuchen. So, während ich jetzt die Kamera umgebaut habe, ist mir noch ein anderer Gedanke gekommen, dass es vielleicht etwas bescheuert aussehen könnte, wenn hier Linien drauf sind. Und ich brauche ja auch keine kompletten Linien. Auf meiner Vorlage seht ihr, ich habe mir einfach hier nur so Striche gemacht. Ich weiß nicht, ob man das vernünftig erkennen kann. Ich hatte hier so ein kariertes Papier genommen, hatte das einfach gefaltet, wie ich mir gedacht habe, dass ich das da auf meiner Seite aufteilen möchte. Und ist mir gerade der Gedanke gekommen, es reicht ja aus, wenn hier kleine Markierungen am Rand sind. Und jetzt bin ich gerade auf so eine Idee gekommen. Jetzt muss ich mal ausprobieren, ob das funktionieren wird. Ich lege mir das jetzt hier oben an. Jetzt muss ich das mal gerade so rum machen, dass ich das besser sehen kann. Weil ich weiß, ich werde, wenn ich dieses Teil hier, diese Schreibunterlage später benutzen will, um diese Schablone auf die Seite zu bringen, dann werde ich das oben an der Seite anlegen. Das wird dann mein Maß sozusagen sein. Und jetzt überlege ich gerade, ob es nicht möglich ist, an diesen Stellen hier mit diesem kleinen Lochstanzer ein Loch zu machen, ganz nah am Rand, sodass ich mit meinem Stift später da durchgehen kann und habe dann da den Punkt. Das würde auch vielleicht irgendwie ganz cool aussehen und es würde hier beim Schreiben nicht stören, oder? Ich das da reinstecke und da wäre so ein kleines Loch. Nein, das ist so weit am Rand, also für mich würde das jetzt wirklich nicht stören. Das ist so weit am Rand, sollte das hier jetzt funktionieren, dass mich das nicht stören wird. Was man auch machen könnte, wäre so ein halbes Loch ganz am Rand. Ich glaube, das werde ich mal versuchen. Dann stört es überhaupt nicht. Mein Gott, jetzt muss ich das irgendwie da sehen. Das ist jetzt nicht so einfach zu sehen, wo das hinkommt. Und, oh Gott, also das ist das, alter Schwede. Also das ist das Maximum, was so eine Lochstanze offensichtlich schaffen kann. Aber wie ihr seht, hat das einigermaßen funktioniert, würde ich sagen. Jetzt versuche ich das hier an den anderen Stellen auch zu machen und eben gleich auf der anderen Seite auch. Und was man natürlich machen kann, dass man diese Sache verschönern kann, ohne dass es irgendwie aufträgt und uneben wird, ist zu stempeln.
Ich habe jetzt hier zufälligerweise so einen Stempel, der so aussieht wie so eine kleine Klammer hier. Und jetzt denke ich mir, jetzt hoffe ich, dass ich euch das irgendwie zeigen kann, wenn ich das jetzt so hier oben dran stemple in die Mitte, dann weiß ich, hier ist oben. Das werde ich jetzt hier auf beiden Seiten machen, sodass ich mich auf gar keinen Fall vertun kann, dass ich weiß, dass ich dieses Ding später an der oberen Kante meiner Seite anlegen muss, um diese Markierungen zu setzen, die ich jetzt hier ganz leicht mit diesen Löchern machen kann. Ich kann natürlich dann auch tatsächlich mir eine solche Klemme, wie die, die auf dem Stempel abgebildet ist, nehmen. Na komm schon, du liebe Seite. Und die hier oben dran klemmen, kriege ich jetzt gerade nicht so ganz hundertprozentig genau hin, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Ich kann es dann so dran klemmen und dann mir da meine Markierungen machen, sodass ich später die Linien machen kann. Damit hier nichts passiert, werde ich eine permanente Stempeltinte nehmen, und zwar in diesem Fall die Stayzone Jet Black. Ich habe die auch in meinem Amazon-Shop verlinkt. Falls ihr Interesse habt, klickt mal unten in die Infobox. Dort habe ich eine Liste mit meinen, ja, sozusagen Lieblings-Junk-Journal-Supplies, also meinen Lieblingsmaterialien, die ich immer und immer wieder verwende und die ich euch auch empfehlen kann. Da könnt ihr draufklicken, wenn ihr möchtet, und dann werdet ihr auf diesen kleinen Amazon-Shop weitergeleitet. Ihr könnt euch das dann, wenn ihr möchtet, dort bestellen. Für euch schaut alles ganz genau gleich aus, wie wenn ihr jetzt normal über Amazon bestellen würdet. Aber wenn ihr sowas zum Beispiel bestellt, bekomme ich eine kleine Werbekostenerstattung und kann damit einen Teil meiner Homepage und meiner anderen Social Media Dinge und technische Ausrüstung und so weiter finanzieren. Es wäre sehr nett, wenn ihr das über diesen Link bestellen würdet. Übrigens auch alles andere. Denn ihr über diesen, was ihr über diesen Shop bestellt, ist es ja nicht nur Stempeltinte da drin, würde mich sehr unterstützen. Ich spreche gerade so komisch, weil ich nicht weiß, was die Hälfte von 13 ist. 6,5, oder? Ja. Ich mache mir jetzt hier so eine kleine, so einen kleinen Marker hin, weil ich möchte so gerne, dass dieser Stempel da oben in der Mitte sitzt, auf beiden von diesen Dingern. Da bin ich so ein bisschen so ein Freak. Ich bin da so ein Freak geworden, seit ich diesen Kalender mir gemacht habe, dass das irgendwie einigermaßen schön aussieht und einigermaßen ordentlich ist. Ich weiß, ich werde jetzt nie im Leben diese Mitte treffen, aber versuchen kann man es ja mal. Ja. Jetzt pass mal auf, ich glaube, ein Trick wäre folgender. Vielleicht können wir das auch noch gerade hier irgendwie so mal diskutieren. Wenn ich das jetzt so mache, und ich denke mir, so möchte ich das da gerne haben. Ich das jetzt da, ich richte das jetzt per Augenmaß, den Stempel mittig aus. Ich weiß, es gibt dafür auch ganz spezielle Tools. Habe ich aber nicht. Und jetzt nehme ich hier meine Acrylplatte und versuche den Stempel festzukleben an der Acrylplatte, indem ich die hier und hier ausrichte. Jetzt ist ja mein Stempel hier und wenn ich jetzt gleich stemple, dann sollte das doch wohl hier so in der Mitte sein, oder? Mein Gott, ich habe schon richtig Angst. Jetzt versuche ich halt da so wieder die Mitte zu treffen, ne? Ihr wisst schon, wie ich das meine. Indem ich... Oh! Gott sei Dank. Jetzt habe ich das halt hier oben so ausgerichtet und so ausgerichtet, in der Hoffnung, dass es jetzt da so passt. Aber das schaut ziemlich mittig aus und das werde ich jetzt hier auch so machen. Also hier ist jetzt ja oben, das ist der kleine Abstand, ja. Jetzt machen wir das hier nochmal. Oh Gott, ich habe gewackelt. Lieber Gott, bitte lass das schön aussehen. Oh, Gott sei Dank. Oh mein Gott. Ich habe schon ganz schwitzige Hände. Okay, so. Also jetzt, oh Gott sei Dank. Jetzt ist das so. Dann ist es jetzt so, ich möchte ja jetzt hier mir verschiedene Markierungen machen für die einzelnen Wochentage. Das heißt also, ich könnte jetzt theoretisch, wenn ich wollte, hier noch die Wochentage hinstempeln auch. Das mache ich jetzt mal, dass dieses ganze Teil noch ein bisschen schöner auch aussieht. Und damit ihr seht, was ihr da für Möglichkeiten sozusagen habt. Denn
Ihr könnt das ja, wie gesagt, für alles Mögliche verwenden. Und ich möchte jetzt einfach ein Beispiel komplett einmal fertig machen, dass ihr am Ende seht, wie das aussieht und für was ihr das dann benutzt, ob ihr da Wochentage markiert oder ihr könnt ja auch irgendwelche anderen Tracker zum Beispiel markieren, wenn ihr zum Beispiel ein Bullet Journal oder so macht. Dafür könnte das auch selbstverständlich hilfreich sein. Und dann könnt ihr euch alle möglichen Sachen dort markieren. Jetzt ist es hier für mich so, dass das eigentlich so schon fertig sein könnte. Aber ihr kennt mich, ich kann mich mit sowas immer nicht so richtig zufrieden geben, wenn das so ein bisschen nackt aussieht. Auf dieser Rückseite könnte man jetzt theoretisch noch was tun. Und man könnte auch diese Kante hier noch etwas, wie soll ich sagen, kaschieren. Denn es ist jetzt ja so, dass hier grün ist an der Kante, hier ist grün und da ist grün und hier ist eben diese mehr oder weniger hässliche Kante von diesem von dieser Pappe zu sehen. Deswegen habe ich mir Folgendes vorgestellt. Ich habe mir hier mal diese Maya-Gold-Farben geholt. Die habe ich jetzt schon längere Zeit nicht mehr benutzt, obwohl ich ein riesen Fan von diesen Farben bin. Die sind so genial und das ich würde das nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Ich liebe diese Farben. Ich habe hier einmal dieses Altgold. Das gibt es aber auch als normales Gold. Und das andere heißt Avocado. Und die sind, ihr werdet euch jetzt wundern, ein bisschen glitzerig. Wer mich kennt, weiß, ich bin jetzt nicht so der Glitzertyp. Und das ist jetzt der Grund, warum ich denke, dass ihr euch eventuell wundern könntet, weil ich etwas Glitzeriges verwende. Aber das Geile an diesen Farben ist, die schauen einfach so edel und so wunderschön aus, wenn die richtig getrocknet sind. Ihr macht euch keine Vorstellung. Man kann damit auch ganz, ganz geil so altes Metall, gerostetes Metall zum Beispiel imitieren, wenn man verschiedene dieser Farben miteinander kombiniert, mischt und zum Beispiel mit so einem Schwämmchen oder so auftupft. Also ich habe damit schon die wildesten Sachen gemacht. Und die sind auch sehr, sehr ergiebig. Also die reichen wirklich eine halbe Ewigkeit. Ich habe mir diese, glaube ich, also vor einem Jahr oder so bestellt. Und ich habe wirklich viel damit gemacht. Also auch Dinge, die ihr nicht in meinen Videos jetzt gesehen habt. Ich habe damit auch zum Beispiel in der Wohnung einige Sachen angepinselt, die ich in so einem Metall, in so einer Metalloptik haben wollte. Und es geht damit wunderbar, denn wenn diese Dinger trocknen, dann, upsala, klebt jetzt ziemlich viel an dem Deckel dran, das macht aber nichts, das kann man ja wieder da runter tun. Wenn diese Dinger, wenn diese Dings trocknen, ihr seht schon, was hier auf dem Deckel sitzt, das hat eine sehr extrem harte Konsistenz. Also ihr müsst die gut aufrühren, aber wenn die trocken sind, dann sind die ganz hart. Also das wird fast wie eine metallische Struktur sozusagen. Die sind auch mit Wasser verdünnbar, was aber für die meisten Sachen, die man damit macht, nicht unbedingt notwendig ist. Ja, wie gesagt, man muss sie ziemlich gut aufrühren. Das schaut hier erstmal so ein bisschen, teilweise so ein bisschen komisch aus, aber wenn ihr lange genug rührt, dann werden die wieder ganz normal. Und das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Es gibt ja manchmal so Farbe, da passiert dann irgendwas und dann wird das gar nicht mehr normal. Aber die sind wirklich ganz cool. Ich habe die auch übrigens in meinem Amazon-Shop verlinkt. Wenn ihr da so mal schauen wollt, werdet ihr die da finden. Es gibt die auch in so Sets, also wo, glaube ich, 6 Farben immer in einem Set sind, die dann aber auch farblich sehr aufeinander abgestimmt sind. Also da sind dann, ja, das ist wie so eine kleine Farbpalette, die, ja, die einfach zusammenpasst. Anders kann man es nicht sagen. So, und jetzt werde ich hier Folgendes tun. Jetzt nehme ich mir hier mal aus meinem Müll so eine Klarsichtfolie. Hier, da war irgendwie so Papier drin verpackt. Und jetzt werde ich mir etwas hiervon hier so in so eine Linie auftragen.
auftragen auf diese Klarsichtfolie, macht das bitte auf einer Unterlage, die ihr später wegschmeißen könnt. Weil, wie gesagt, das trocknet so hart, dass ihr das später nirgendwo mehr abkriegt. Also auch wenn ihr das in die Kleidung kriegt oder so, das ist ein bisschen ungünstig, das kriegt ihr da nicht wieder raus. Also macht das bitte ein bisschen Vorsicht. Jetzt habe ich das ja hier so. Jetzt muss ich mir das gerade umdrehen, sonst kann ich nicht sehen, was ich tue. Lege ich das so vor mich hin. Und jetzt nehme ich mir einfach hier jeweils die Kante von dieser Platte und tunke das da so ein bisschen ein. Das mache ich jetzt zuerst mit dieser goldenen Farbe. Und ihr könnt auch ruhig, wenn ihr wollt, mit dem Finger jetzt hier so drauf gehen und das ein ganz kleines bisschen auf die Platte gehen lassen. Macht es aber bitte vorsichtig, denn ihr wollt nicht so einen Hubbel da haben, der später wieder dafür sorgt, dass ihr da nicht vernünftig drauf schreiben könnt. Also das sollte wirklich sehr dünn sein und ja, einfach nur so ein kleines, wie so ein kleines Highlight sein. So, wenn ich das jetzt da ringsum gemacht habe, dann gehe ich einfach meinen Finger hier so ein bisschen drüber. Das ist jetzt, wie gesagt, erstmal nur das, nur diese goldene Farbe. Und ich hoffe, dass man das jetzt irgendwie sehen kann. Wenn ich da jetzt, sobald ich mit dem Finger da drauf gehe, verändert sich diese Farbe. Das besteht ja aus so verschiedenen Pigmenten. Und wenn ich jetzt da drauf gehe, dann kommen diese einzelnen Pigmente irgendwie so raus. Also ja, ich mache das mal gerade. Ich versuche das dann gleich euch ein bisschen genauer zu zeigen. In der Hoffnung, dass meine Kamera das einfangen kann. Ich muss das jetzt nur machen, bevor mir das hier alles antrocknet. Denn das trocknet auch erstaunlich schnell. Also seht ihr da, ja, das, also ich sehe es relativ gut. Ich hoffe, dass ihr das auch sehen könnt. Hier, wo die Farbe etwas dünner geworden ist, schaut die richtig silbrig aus. Und da, wo sie noch etwas dicker ist, oder beziehungsweise wo ich nicht so mit meinem Finger hingekommen bin, schaut sie so golden aus. Und das finde ich so einen richtig, richtig schönen Effekt eigentlich. Und wenn ihr jetzt in die zweite Farbe geht und das da etwas unregelmäßiger, ich mache das jetzt so, dass ich das nicht überall dran kriege. Wenn ihr das jetzt etwas unregelmäßiger hier macht, dann könnt ihr da diese beiden Farben miteinander vermischen. Und das ist jetzt hier dieses Avocado. Das ist so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein grünlicher Ton. Üks. Forest Moss, mein absolutes Lieblingsgrün, das Vintage-Foto und Bundled Sage. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich muss mir gerade gucken, weil ich nicht ganz genau weiß, bei der letzten Farbe, wie die genau rauskommt. Aber da kann sich ja hier mal sein Schokoladenpapier nehmen. Und gerade hier auf der Rückseite hier gucken. Oh! Ja, an meinem Kosmetikschwämmchen hier ist jetzt vielleicht noch ein bisschen braun dran oder so. Aber das schaut natürlich ganz gut aus, nämlich was ich da denke für die Rückseite. Aber das gefällt mir jetzt so nicht, deswegen, weil mir ist es zu gleichmäßig, zu blumig, zu uninteressant. Deswegen werde ich das jetzt mal anders machen. Und hier nochmal eine neue Klarsichtfolie nehmen. Hier etwas von dieser Farbe nehmen und Wasser spritzen. Oh nein, habe ich jetzt hier noch Wasser? Ich bin gleich wieder da. Entschuldigt bitte. Das Leben in einem Wohnwagen ist nicht so leicht. Vor allen Dingen, wenn man kein fließendes Wasser hat. Also, voll außer Atem. Jetzt mal zum Waschhäuschen gelaufen. Also ich nehme das jetzt hier, spritze da so drauf und dann drücke ich das hier immer so drauf in der Hoffnung, dass das, oh ja, das schaut schon eher so aus, wie ich das haben will. Das kann man natürlich theoretisch auf der anderen Seite auch machen, wenn man jetzt hier die Stay-On-Tinte benutzt hat. Die ist ja permanent, das heißt, es sollte nichts passieren, wenn ihr das auf der anderen Seite auch macht.
Das schaut jetzt, finde ich, mal irgendwie richtig interessant aus. Ich möchte das auf den beiden Platten in etwa gleich haben. Deswegen, also jetzt, ja, geht natürlich nicht, dass das hundertprozentig das gleiche Muster wird, aber von der Farbzusammenstellung her möchte ich das in etwa gleich haben. Also werde ich jetzt hier nochmal das Bundle Sage nehmen. Immer noch in der Hoffnung, dass ich das richtig ausspreche. Und hier auch nochmal erstmal mit dieser Farbe drüber gehen. Drücke ich das einfach da so rein, bis ich denke, dass mir das gut gefällt. So könnt ihr natürlich auch einige kleine Fehler vertuschen. Ihr seht vielleicht, dass ich da etwas von der goldenen Farbe aus Versehen da aufgebracht habe mit meinem Finger, der nicht ganz sauber war. Und wenn ihr das natürlich jetzt so macht, dann ist das natürlich dann weg, ne? Jetzt werde ich mal gucken und das mal vorsichtig hier mit dem Rest hier unten an einer so einer Ecke auf der anderen Seite auch machen. Und ich glaube, das wird hammergeil. Also machen wir es gleich mal hier. Das neulich mal auf einem anderen Buchcover gemacht. Und das hat richtig gut ausgesehen. Deswegen schauen wir mal. So. Dann werde ich dieses kleine hier erst einmal trocknen mit meinem Heißluftföhn. Wie ihr seht, ist dieser Effekt von dieser Distress Oxide auf diesem vorderen Cover richtig cool. Es kommt richtig schön raus. Und wenn ihr diese Farben mischt, dann könnt ihr ganz, ganz geile Effekte erzielen. Schauen wir mal, ob ich das jetzt irgendwie hinkriege. Ich nehme jetzt erstmal das Forest Moss, um hier oben und außen noch vielleicht jetzt etwas dunkler hinzubekommen. Wenn ihr das jetzt anföhnt und dann nochmal Wasser drauf spritzt, dann reagiert die Farbe nochmal wieder. Also ich kann das ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig kompetent erklären, was da genau passiert. Aber wenn ihr das mal einmal in der Hand gehabt habt, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Die Farbe reagiert miteinander und auf erneutes Wasser drauf sprühen. Jetzt werde ich das hier vorne auch mal so machen. Ich da einfach mal ein bisschen so wild das hier so drauf drücke. Es ist mir jetzt allerdings hier sehr gelb noch. Deswegen werde ich mir jetzt erstmal einmal hier diese normale Distress Ink nehmen. Jetzt auch machen könnten, diese Distress Oxide nicht auf die Klarsichtfolie tun, sondern direkt mit dem Schwämmchen. Hätte man sich jetzt den Schritt vorher natürlich sparen können, denn das ist ja so ziemlich der gleiche Farbton. Aber jetzt kommen wir so langsam zu dem Ergebnis, was ich mir eigentlich ursprünglich vorgestellt hatte. Also, der Weißabgleich meiner Kamera ist, glaube ich, irgendwie etwas eigenartig. Was ihr seht, ist etwas anders als das, was ich sehe. Also jetzt so von den Farben her. Jetzt werde ich mal Folgendes tun. Ich werde mal noch ein bisschen Wasser sprühen und gucken, ob ich diesem Ganzen hier irgendwie noch eine kleine Reaktion entlocken kann. Wie ihr seht, fängt das jetzt hier an zu reagieren. Also ich hoffe, dass ihr das seht. Jetzt musste ich mal zwischendurch gerade ein kleines Nüsschen essen, damit mein Hirn irgendwie besser funktioniert. Man würde es ja höchstwahrscheinlich so niemals zusammen sehen, ne? Weil ich finde jetzt, dass das nicht zusammenpasst. Und mir gefallen aber diese blauen Spritzer hier unten drauf ganz gut. Wir sind durch das hier gekommen. Und es schaut irgendwie blau aus.
das hier unten. Gefällt mir gut, auch im Zusammenhang mit diesem Gold. Jetzt werde ich mal versuchen, das irgendwie insgesamt noch ein bisschen mehr in dieser Richtung hinzuwursteln. Schauen wir mal. So, also ich muss jetzt sagen, ich bin etwas überrascht. Ich hatte mir das zuerst überhaupt gar nicht so vorgestellt. Vor allen Dingen nicht, dass es so abgerotzt schon auf der Vorderseite aussieht. Aber wenn ich mir das Ganze jetzt vorstelle, dass ich das im täglichen Gebrauch habe, dann gehe ich natürlich stark davon aus, dass irgendwann auch Farbspritzer oder andere Dinge dort drauf kommen und dann würde es vielleicht möglicherweise irgendwann sowieso so aussehen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lege mir das hier drauf und ich gehe mit meinem Stift hier rein, dass ich eben diese kleinen Markierungen machen kann und ich rutsche vielleicht mal ab und mein Cover ist so wunderschön grün und unbefleckt wie am Anfang, dann ärgere ich mich wahrscheinlich sehr stark, wenn ich hier so rüber komme. Und so habe ich das schon gleich von Anfang an etwas, wie soll ich sagen, ausgemerzt. Und auch die Rückseite, finde ich, passt mir jetzt relativ gut hier so in die Optik. Ich meine, es ist zwar eigentlich relativ wurscht, wie die Rückseite aussieht, aber wenn ich das in meinem Journal aufbewahre, dann möchte ich natürlich schon, dass es auch einigermaßen schön aussieht. Ich werde jetzt auch diese beiden Teile nehmen und die über Nacht oder so lange, wie es eben dauert, dass es wirklich richtig komplett trocken ist, unter ein schweres Buch legen. Wenn ihr mit Wasser hier drauf arbeitet, könnt ihr euch vorstellen, es fängt ganz leicht an, sich zu biegen. Es ist jetzt hier nur minimal passiert, bei dem anderen gar nicht. Aber wenn ich hier drauf drücke, dann merke ich, dass es ganz minimal gebogen ist. Ist logisch, wenn ich hier Wasser drauf spritze und das wieder trockne, dann wird das irgendwann etwas leicht gebogen sein. Und das möchte ich natürlich nicht haben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was genutzt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir hier irgendwas Neues fabrizieren. Mal schauen, was ich mir so ausdenke. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst mir einen Daumen hoch für dieses Video da. Wenn es euch richtig gut gefallen hat, bitte abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr schon sowieso Abonnent seid, vielen Dank dafür und vielen Dank, dass ihr immer meine Videos anschaut. Wenn ihr vielleicht irgendwelche Freunde habt, die auch Junk Journaling betreiben oder für die das hier interessant sein könnte, bitte teilt gerne dieses Video. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute und tschüss!